Die Himmelsscheibe ist zurück aus dem All, zumindest diese kleine Kopie von ihr. 6 Monate war sie mit Astronaut Matthias Maurer unterwegs. Heute hat er die weitgereiste an das Landesmuseum in Halle zurückgegeben. Er hatte sich von ihr für das Logo seiner Mission Cosmic Kiss inspirieren und von ihr zu den Sternen begleiten lassen. Also die Scheibe hat vor 3600 Jahren viele Menschen inspiriert und hat auch mich inspiriert. Und die großen Fragen, wie ist das Weltall entstanden, wie ist das Universum entstanden, gibt es Leben da draußen, die sind Themen, die auch heute noch aktuell sind. Ein Fensterplatz in der ISS für die Himmelsscheibenkopie. Maurer war im November 2021 mit der ISS ins All gestartet, um an Bord wissenschaftliche Experimente zu machen. Immer dabei die Himmelsscheibe von Nebra, ein Stück Sachsen-Anhalt. Das Landesmuseum in Halle freute sich damals über die Anfrage und stimmte der Reise der Himmelsscheibe zu den Sternen zu. Die Mission war sehr erfolgreich. Die Scheibe hat mir natürlich Glück gebracht und ich freue mich auch vielleicht auf eine nächste Mission. Dann würde ich noch mal eine Scheibe mitnehmen, hoffentlich Richtung Mond. Nun hat die Himmelsscheibe aus dem All einen Ehrenplatz bekommen. Bis Mai nächsten Jahres wird sie hier im Museum zu sehen sein. Das doppelt so große Original hat seinen festen Platz nach wie vor hier. Als einzige astronomische Himmelsdarstellung der Antike hat es die Kopie ins Weltall und wieder zurückgeschafft. Und für den Astronauten gab es die Ehrenmedaille des Ministerpräsidenten. Und was hat die Aktion dem Land gebracht? Es hat vor allen Dingen eins gebracht, dass auch überregional und eigentlich auch international klar gemacht wurde, wo die erste wissenschaftliche Darstellung der Menschheit steht, nämlich in Halle, gefunden in Sachsen-Anhalt. Und damit ist klar, dass es auch von so großen Wissenschaftlern und Astronauten wie Herrn Maurer auch erkannt wird. Und Matthias Maurer, der 13. Deutsche im Weltraum, greift noch einmal nach den Sternen. Bis 2030 will er es auf den Mond geschafft haben, um dort Wassereis und Mondgestein zu untersuchen und Rückschlüsse auf das Leben auf der Erde zu ziehen.